Entscheidung, Meistersinger von Neuenberg zu machen, fällt nicht so schwer. Also erstmal, also in Mannheim, das ist eine Kost, dass das Orchester, das Haus so versteht. So erstmal, es passt zu diesem Haus absolut perfekt. Und dann, wenn man sich fragt, warum Meistersinger so im Vergleich zu anderen Wagner-Opern. Meistersinger, es ist so eine, nicht nur riesige Werk, es ist eine wahnsinnig detaillierte, filigrane Werk. Und die Klangarbeit, das man überhaupt macht, gilt dann für die restlichen Wagner-Stücke. Ich finde, diese Bandbreite von musikalischem Ausdruck macht dieses Stück so wahnsinnig attraktiv, selbstverständlich. Aber auch als Chef und mit einem Orchester zu arbeiten, das ist sehr, bietet viel Potenzial. Wahrscheinlich würde ich sagen, die menschlichste Oper, das er geschrieben hat. Man ist hier mit Menschen beschäftigt und das findet, obwohl man diskutiert die größten Fragen wegen Kunst und Liebe, trotzdem ist, passiert alles in so einer Arena von Menschlichkeit, von den subtilen Emotionen zwischen verschiedenen Leuten, besonders Sax und seine Beziehung zu Eva oder seine Beziehung zu Walter oder sogar zu Beckmesser. Ich bin sehr stolz und ich finde es absolut richtig, dass das Meistersinger in einem Haus wie Mannheim fast ausschließlich von dem Ensemble besetzt sein kann. Also ich finde, wenn man so eine hohe Qualität von Sänger hier hat, also ich finde das eine wunderbare Ensemblearbeit. Dass wir einen Sachs im Haus haben, das ist eine riesige Rolle. Und das macht Thomas Jesatko so wunderbar. Also grundsätzlich ist es eine Ensembleleistung und ich finde absolut richtig so. Es ist eine wunderbare Herausforderung für die Jungen und die Sänger überhaupt vom Haus. Meistersinger versucht auszudrücken, wie irgendwie alles gebunden ist. Liebe, Kunst, Handwerk und die Harmonik ist selbstverständlich reizend.